So, wir befinden uns hier an einem Quellort, den ich euch mal zeigen will. Quellen hatten bei Menschen schon immer was Heiliges. Vor allem auch, weil Quellen lebensspendendes Wasser hervorbrachten und gleichzeitig auch direkte Verbindung zur Göttin, gerade bei unseren Vorfahren. Die Göttin wurde verehrt in ihrer drei Gestalten. Die Jungfrau, die Mutter und die alte Wissende oder auch Todbringende in ihrer schwarzen Gestalt. Hatte man eine Bitte an die Göttin, brachte man ihr ein Opfer dar. In Form von Beigaben. Wurde die Bitte an die Göttin erfüllt, brachte man ihr nochmal zum Dank ein kleines Opfer dar. Heute findet man noch besonders an Quellen, wo bekannt ist, dass sie als Kultstätten verehrt wurden, findet man noch aus Jahrhunderten noch Reste von den Beigaben, wenn es jetzt um gerade wie also Tongefäße waren oder ähnlich wie in Form von Münzen. Quellen, wie gesagt, wurden über Jahrhunderte verehrt, auch bis heute. Heute findet man oft die Figur von der Maria an den Orten. Das hat folgenden Sinn gehabt: Unsere Vorfahren, als sie christianisiert wurden, wollten sie von der Göttin keinen Abstand nehmen und haben sie trotzdem weiterhin verehrt, das auch heimlich. Und die Kirche schaute dem Ganzen eine Zeit lang zu und setzte dann, damit natürlich die Schäfchen nicht ganz verliert, die Maria an diese Orte. Und so war wieder alles in Ordnung. Und die Bevölkerung verehrte dann die Maria. Somit hat die Göttin dann eine andere Gestalt angenommen. Quellen waren oft auch betrachtet als Verbindung zur Anderswelt. Wasser war der Zugang in diese Anderswelt, ähnlich wie in vielen Mythen unserer Vorfahren, dass man und die Verstorbenen mit einem Schiff auf dem Wasser übergegangen sind in diese andere Welt, ins Jenseits. Weitere Hinweise zu Quellen könnt ihr euch eins meiner Videos anschauen zum Quellheiligtum Guttenborn. Da sind nochmal einige Informationen über Quelle enthalten. Dies war nur ein kurzer Abriss.